25.000 Abonnenten auf YouTube. Yeah! Nach dem Intro. So, meine Freunde, wir haben 25.000 auf YouTube und ich habe natürlich aufgerufen auf Snapchat und Instagram. So, und ihr habt mir natürlich... Folgst du mir auch auf Snapchat oder auf Instagram? Dann solltest du das schnell tun, weil sonst verpasst du sehr viel. Ich habe mich heute mal ein bisschen umgesetzt, damit ihr auch mal was ganz Neues seht aus dem Riesenstudio hier. Wir haben ja hier 750 Quadratmeter. Erstmal vorweg, wenn eure Frage in diesem Video noch nicht behandelt wird und von mir beantwortet wird, dann schreibt mir alle eure Fragen unter dieses Video und wenn wir ein Q&A bei 50.000 Abonnenten haben, dann nehme ich davon einige Fragen raus. Aber ihr wart wirklich fleißig, ihr habt mir echt Fragen gestellt und Videos gestellt und ey, bereitet euch vor, ihr werdet jetzt drin vorkommen. Geht los! Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, aber es noch nicht getan hast? Und wenn ja, was ist es und warum hast du es noch nicht getan? Ich bin gespannt. Ja, es gibt was, wovon ich schon lange träume. Ich sag mir irgendwie schon seit, ich glaube seit 5 Jahren oder so, sage ich mir schon, ich möchte unbedingt mal nach Thailand. Weil Thailand, die Strände und so, ich stelle es mir wirklich sehr, sehr schön vor. Ich war zwar schon an schönen Stränden und so in meinem Leben, aber ich wollte irgendwie immer nach Thailand. Und ich habe es irgendwie noch nicht gemacht. Und warum habe ich es noch nicht gemacht? Ja, ihr wisst ja, es gibt keine Ausrede, keine Zeit oder was, ist alles Quatsch. Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Aber ich habe es mir fest vorgenommen für dieses Jahr, 2018. So, weiter im Programm. Meine Frage ist, wie hast du mit dem Training eigentlich angefangen? Wie habe ich mit dem Training angefangen? Ganz einfach eigentlich. Ich habe damals, also ich war ja schon immer sportbegeistert, so mit Kung Fu und dann Karate in meinem Verein. Dann hatte ich meine Knieverletzung, ging es erstmal nicht. Und dann irgendwann hat meine Klassenlehrerin gefragt, weil ich beim Basketballspielen im Unterricht eigentlich ganz gut war, obwohl ich es gar nicht konnte. Und dann hat sie gefragt, ob ich im Basketballverein bin. Und dann habe ich gesagt, nee, was ist denn das? Und das hat mich praktisch so zum Basketball gebracht. Und dann begleitend zum Basketball haben wir, als ich glaube ich 17 war, haben wir angefangen, auch Krafttraining zu machen. So, und dann, ja, Krafttraining war eigentlich immer begleitend. Das war eigentlich nie so wirklich im Fokus. Und dann erst, als ich mit Basketball aufgehört habe und so, dann habe ich wirklich mich darauf mehr fokussiert und dann später mit dem Boxen angefangen. Ja. Hi, Sassy. Mich würde es interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt Yoga anzufangen. Auch eine gute Frage. Sehr gute Frage. Und zwar, wie bin ich darauf gekommen? Eigentlich, weil ich in meinem Studium damals ein bisschen misstrauisch wurde. Also ich wurde sehr misstrauisch, weil der Dozent hat uns was gesagt, aber selber was anderes gemacht. Und das habe ich in meinem Kopf nicht verstanden. Ich habe gedacht, warum, wenn er so viel Ahnung hat, warum macht er was anderes, als er uns erzählt? Da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann bin ich sehr misstrauisch geworden, habe sehr viel gelesen, habe sehr viel Studien gelesen, sehr viel wissenschaftliche Bücher gelesen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Die wollen uns verarschen. Die wollen uns verarschen, dass wir den ganzen Tag über Kohlenhydrate futtern müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, die einzige logische Schlussfolgerung ist für mich, ich muss aufhören mit diesen Kohlenhydraten. Ja, und dann hat es praktisch angefangen mit diesem ganzen Lifestyle. Dann hat mein Körper sich extrem verändert. Ich habe mich viel, viel besser gefühlt, obwohl ich Profisportler war, obwohl alle gesagt haben, hey, du brauchst Kohlenhydrate, bla, bla, bla. Alles widerlegt und ja, seitdem bin ich dabei. Ist jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre her. 14. So, weiter im Programm. Was Richtung du bei Proteinshakes bevorzugst. Ansonsten mach weiter so, du bist ein super YouTuber. Oh, danke. Der Anfang war leider ein bisschen abgehackt. Welche Geschmacksrichtung ich bei Proteinshakes bevorzuge? Zurzeit, also seit ungefähr so, ich glaube 2-3 Monaten oder so, trinke ich gar keine Proteinshakes mehr. Gar nicht mehr, weil ich esse lieber Proteine und das empfehle ich auch immer. Und irgendwie mit den Proteinen, ich habe mit den Proteinshakes irgendwie immer so ein bisschen Gefühl, als wenn ich ansetze. Und wenn ich sie weglasse, finde ich, ja. Aber ich empfehle es auch, also wenn ihr zum Beispiel nicht zum Essen kommt und gar keine Proteine aufnehmt, dann nehmt mal Proteinshakes. Das kann man als Ersatz mal machen. Aber ich bin so ein bisschen davon weggekommen. Ja, aber kann auch genauso gut sein, wenn ihr das Video in 5 Monaten seht, dass ich dann wieder 1-2 Mal am Tag einen Proteinshake trinke. Kann gut sein. Welche Geschmacksrichtung? Das war ja eigentlich die Frage. Warum sagst du wieder so viel? Geschmacksrichtung? Och, ich mixe eigentlich alles durch. Mal Schoko, mal irgendwie irgendwas, weiße Schokolade oder so. Alles drin. Ja, habe ich ja heute nicht an, das Coach Sassy Shirt. Ich frage mich, ich habe diese Anfrage jetzt, glaube ich, insgesamt schon 100 Mal gekriegt. Findet ihr diese Dinger wirklich gut? No. Also, würdet ihr die wirklich kaufen? Wenn ja, dann schreibt mal rein unten, weil ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber ich hatte schon viele Anfragen. Deswegen könnte ich mich mal darum kümmern, bei Spreadshirt das zu errichten und dann könnt ihr das da bestellen. Wenn ihr das wollt, ich weiß nicht,
Ich weiß nicht, ob ihr Bock drauf habt. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich eine wirkliche Marke entwickle. Also nicht, wo nur Coach Sassy draufsteht, sondern coole Sachen. Also so richtig coole Sportsachen. Weil ich finde, man sieht kaum geile Sportklamotten. Und deswegen wollte ich eigentlich so eine richtige Marke entwickeln, wo dann halt nicht nur Coach Sassy steht. Aber wenn es wirklich von Interesse ist, dann boah, schreibt mal rein und dann mache ich das einfach mal. Und dann könnt ihr es da bestellen, wenn ihr wollt. Würde mich natürlich freuen. Weiter im Programm hier. Hey Sassy, mich würde mal interessieren, was du in deiner Low-Carb-Ernährung so an Kohlenhydraten am Tag zu dir nimmst. Vielleicht sogar eine genaue Grammanzahl, weil ich bin selber dabei und das würde mich interessieren. Danke. Grammanzahl ist natürlich immer geil, weil ich habe ja schon in den Kommentaren ungefähr schon tausendmal kommentiert, ich zähle meine eigenen Kalorien nie und nie, wie viel Kohlenhydrate ich aufnehme. Ich gucke natürlich, dass es immer reduziert ist und mit Gemüse und allem drum und dran komme ich vielleicht insgesamt auf, sagen wir mal, 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Wenn ich nicht ab und zu mal irgendwie einen Janka und einen Kinderriegel esse oder so. Aber sagen wir mal so um die 50. Und ich würde auch immer um die 50 empfehlen, weil meine Erfahrung bei den Kunden ist immer, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Also manche bei 100 oder 150 fliegen schon raus und kommen nicht mehr so gut in die Fettverbrennung und so. Deswegen, ich würde mal sagen, um die 50. Aber ich zähle nicht. Ich zähle weder meine Kalorien, noch zähle ich meine Kohlenhydrate. Ja, weiter im Programm. Was kann ich essen nach dem Training für Muskelaufbau oder fürs Abnehmen? Ja, fürs Abnehmen ist natürlich klar, gar nichts. Nein, also fürs Abnehmen ist natürlich wichtig, dass die Kohlenhydratspeicher, anders als alle sagen, anders als ich auch gelernt habe, natürlich leer bleiben, unten bleiben, damit nicht zu viel Insulin ausgeschüttet wird, Kohlenhydratspeicher leer, damit wir weiter in der Fettverbrennung sind. Ihr könnt natürlich, wenn ihr während des Sports noch irgendwie BCAAs nehmt, habt ihr sowieso einen Insulinpeak. Also nicht gleich Angst haben, dass man den katabolen Teufel verschluckt hat und sofort Muskeln verliert. Nein, ist einfach, also ich esse zum Beispiel danach ein Stück Fleisch oder Eier oder das, was ich sowieso esse, also Protein und fettreich. Und ihr braucht keine Angst haben. Es ist auch nicht mit Muskelaufbau, ja, da kann man Kohlenhydrate nach dem Training essen, kann man die Kohlenhydratspeicher auffüllen. Aber wenn ihr Insulin rausschießt und die Kohlenhydratspeicher voll habt, dann kommt ihr halt nicht gut in die Fettverbrennung. Für mich ist immer Fettverbrennung wichtiger, deswegen würde ich ganz normal einfach mein Low-Carb-Ding weiter essen oder mache ich ja auch. Ja, ganz einfach. Also Cecil, meine Frage lautet, jetzt kommt's. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber ich möchte meine Hip-Dips verlieren. Was soll ich tun? Lustiges Video. Echt, finde ich lustig. Also was soll ich tun? Hip-Dips, habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Studio, Fitnessstudio hin und her. Meine Top 3 Übungen für einen knackigen Po, die sind alle gut für gegen die Hip-Dips und die könnt ihr super machen. Und wenn ihr nach den 3 Übungen noch Kniebeugen macht, könnt ihr zu Hause machen. Alles easy, dann tut ihr sehr viel gegen die Hip-Dips. Yeah. Ich wollte fragen, ob du das Basketballspielen eigentlich vermisst. Vermisse ich das Basketballspielen? Es ist beim Basketball irgendwie so ein bisschen wie in der Schule. So, wenn man dann einmal, ich habe wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich habe trainiert wie ein Ochse. Ich habe jeden Tag 5 Stunden trainiert, immer. Und in den Sommerferien, die Sommerferien habe ich genutzt, um 8 Stunden zu trainieren. Jeder, der in meinem Sport, der mich noch von früher kennt, vom Sportverein, weiß, wenn die Halle da an war, Cecil war da. Immer. Also, und ich habe so viel trainiert und ich bin so viel in anderen Städten habe ich gewohnt und so. Irgendwann ist das Thema durch. Ich habe Basketball natürlich geliebt. Und wenn ich jetzt mal einen Ball irgendwo in der Hand habe, sagen wir mal im Urlaub, da ist ein Basketballkorb, dann würde ich wahrscheinlich wieder durchdrehen. Ich würde 2 Stunden spielen und ich kann dann auch nicht so aufhören. Also ich habe dann schon so einen Druck, dass ich wieder so reinkommen will. Deswegen mache ich es gar nicht erst. Ich lasse es, es ist gut. So, und wenn ich irgendwo mal im Urlaub einen Korb sehe, würde ich auch gerne mal wieder spielen. Aber jetzt so, dass ich so denke, oh, ich vermisse das voll. Nee, irgendwie nicht. Das Thema ist irgendwie durch. Mich würde noch interessieren, wann es bei dir eigentlich Klick gemacht hat, wo du dir gesagt hast, ja, ich möchte jetzt mein Leben und meinen Körper verändern. Wann hat es bei mir Klick gemacht? Das war auch damals im Studium, als ich gemerkt habe, Moment mal, ich werde hier verarscht. Was ist hier los? Und dann habe ich halt die ganze Lektüre mir angeguckt und nicht nur die eine Seite, DGE. Also ihr wisst auch, DGE ist die größte Verarsche, die es gibt. Nicht nur das, sondern was ist denn eigentlich wirklich? Und als ich das gesehen habe, da hat es Klick gemacht. Also da hat es wirklich Klick gemacht und dass mein Körper, dass ich dann richtig, ja, mein Körper sich verändert hat und ja, ich mich viel besser gefühlt. Das war eigentlich so ein Nebeneffekt. Ich wollte mich einfach nicht verarschen lassen und ich hatte gedacht, das kann ja nicht sein. Und deswegen habe ich eigentlich angefangen und deswegen hat es auch Klick gemacht bei mir. Ja, mit den restlichen Berlinern. Schande auf mein Haupt. Also ich habe am nächsten Morgen, glaube ich, nochmal so 4-5 Stück gegessen, weil da waren noch einige übrig. Und ja, die waren dann auch schon ein bisschen trocken und so. Und dann habe ich den Rest weggeschmissen. Ja, ich weiß, man schmeißt keine Nahrungsmittel weg. Ich weiß, das war richtig kacke. Aber ja, die waren auch schon trocken und so. Ja, deswegen habe ich sie weggeschmissen. So. Ich wollte wissen, warum man nach Mittagessen oder ich speziell oft noch Hunger auf was Süßes habe, also spezielle Schokolade. Ich mache halt auch viel Sport, aber ich will mir das abgewöhnen, weil ich abnehmen möchte eigentlich.
Ja, hat man. Ich habe auch öfter noch mal einen Janker, aber also einmal ist es eine Gewohnheit. Der Mensch möchte immer Süßes, 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 Süßes. Und es ist einmal eine Gewohnheitssache, also umso länger man sich daran gewöhnt, umso weniger wird es. Guckt natürlich zu dem Thema mein Süßigkeiten-Video. Das ist wirklich, das Video zu den Süßigkeiten ist der Schlüssel. Das kann man nicht einmal gucken und dann kann man es. Das ist mentales Training. Da braucht ihr vielleicht 10 Jahre zu oder 5 Jahre zu, wenn ihr es wirklich umsetzen wollt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das Video ist wirklich der Schlüssel, wie man diesen Janker verliert und wie man das verliert. Das ist wirklich der Schlüssel. Ihr könnt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Naturjoghurt mache mit Leinsamen, dann nehme ich auch mal solche Flavor Drops und tröpfe die da drauf und so, dass ich auch ein bisschen was Süßes habe. Ich mag auch immer gerne was Süßes. Oder mal den Proteinpudding, der in meiner Beschreibung ist, den mögt ihr auch alle. Also alle eigentlich, die den bestellt haben, mögen den immer. Und der hat halt nur 1 Gramm Kohlenhydrat. Und den könnt ihr mit Wasser einfach so im Shaker, habt ihr einen Pudding. Also das ist auch sehr süß. So, dann könnt ihr dazu greifen. Okay, dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Hey Coach Cecil. Frage für dein Q&A und zwar, hast du bei deinem vielen Fitness und deinem Job überhaupt Zeit für eine Beziehung? Ja, meine Freunde, ja, da überlegen wir doch mal. Also, ich habe euch ja gesagt, was ist die dümmste Ausrede der Welt? Die dümmste Ausrede der Welt ist immer, ich habe keine Zeit. Das ist die dümmste Ausrede, weil wir haben alle 24 Stunden. Also kann ich die Frage beantworten mit, habe ich Zeit für eine Beziehung? Ja. So, das war's, meine Freunde. Ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schreibt mir ordentlich eure Vorschläge und das Video fürs nächste Q&A bei 50.000. Macht man ja so 10, 25, 50.000. Und natürlich wollen wir die 50.000 schnell erreichen. Deswegen teilt schön meine Videos und überall kopieren und an alle Freunde und überall sowieso weiterleiten. Bis bald, euer Coach. Sessi. Are you listening? Damn.